herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Let's Play Counter-Strike. Ja, wie ihr vielleicht schon seht, hier geht es jetzt um einen Trade-Up. Ja gut, man kann jetzt sagen, das gehört zwar nicht zu einem Let's Play, aber ja, ich habe ja auch schon Case-Opening gemacht, so ist es ja nicht. Also dachte ich mir, mache ich einen kleinen Trade-Up und danach öffne ich noch zwei Phoenix-Kisten und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich würde sagen, dass wir direkt mal loslegen. Ja, also wir hätten die Chance auf eine AK-47 Kartell, die rund um bei 8,20 Euro, 8,50 Euro liegt. Also vom Wert her, Factory New natürlich. Alle Preise, die ich hier so jetzt im Moment nenne, sind Factory New. Dann gibt es die P250 Myrtos. Mit einem Value von ungefähr 5 Euro. Wäre auf jeden Fall Verlust. Bei der AK wäre es minimal. Und dann gibt es das, worauf ich eigentlich hoffe, dass wir die M4A4 Dragon King kriegen. Die ist nämlich fabrikneu 20 Euro wert. Und dann hätten wir auf jeden Fall 10 Euro Gewinn gemacht. Das wäre natürlich richtig nice. Gut. So, dann schreiben wir mal bitte Please Game natürlich, ne? Wie es sich gehört. So, please game und M4A4. So, dann Vertrag absenden und beten. Mal sehen, ich bin sehr gespannt. Komm schon, Game, komm schon. Ist aber auch nicht schlecht. Ich hätte mir zwar lieber die Dragon King gewünscht, aber trotzdem ist es auf jeden Fall nicht schwer. Fabrik neu, das ist immerhin sehr, sehr schön. Ja gut, gute 8 Euro, aber ich glaube, die werde ich behalten, weil ich habe zwar bereits schon hier einen AK-Skin, aber ich finde den eigentlich, ja, muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall öffnen wir jetzt nochmal zwei Operation Phoenix Kisten, wie schon eben am Anfang des Videos erwähnt. So, und hoffen, dass wir hier nochmal, ja, so eine Asimov oder, ja, Knife wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, hoffen kann man ja immer, ne? Wohl auch über so eine Redline oder eine Trigon würde ich mich freuen. Oh, gucken wir einfach mal, was wir da rauskriegen und Schlüssel benutzen. Komm schon, Gaben, komm schon. Ah, oh, Tech-9 Sandstorm in Statrix. Ah, okay, die sieht Factory News. Obwohl, ja, könnte hinkommen. Oder? Factory New? Einsatz abrupt. Komm schon, Game. Das geht doch besser, hä? Komm schon, Game. Komm schon. Ach, wir reiben einfach mal hier am UMP-Skin. Mal gucken, ob uns das vielleicht Glück bringt. Komm schon, Game. Komm schon. Komm schon. Oh, da war die AUG. Da war ein Redskin. Oh, und wir haben auch noch dran gerieben. Ist ja kein Wunder, dass wir die Waffe auch noch kriegen. Oh, das ist natürlich sehr, sehr schade jetzt. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Naja, gut. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine, kurze, aber feine Video. Immerhin haben wir die AK-47 Kartell rausgekriegt. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Counter-Strike. Bis dahin, ciao. So, und da bin ich wieder. Ja, ich habe mich dazu doch noch entschieden, so einen kleinen, ja, no risk trade zu machen, weil ich fand, das Video war relativ kurz, deswegen hängen wir das einfach nochmal hinten dran. So, also, ich habe mir jetzt erstmal diese UMP-Skins zugelegt. Ich glaube, die sind fast alle in Factory New, eine Shotgun, also wir könnten rein theoretisch. Schön wäre natürlich entweder die Glock 18, die Desert Eagle, sonst würde ich mich von den Skins gar nicht mehr so freuen, aber die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass wir hier von einem Skin kriegen. Da würde ich mir ja schon über die USP freuen, also wäre ja gar nicht so verkehrt. Aber, ne, also die Glock 18 Grinder, die würde natürlich auch richtig nice sein. Ach, gucken wir einfach, was wir rauskriegen. Machen wir mal, skippen wir mal einfach den Trade. Und wir kriegen raus eine Farmer Set. Oder wie man die auch nennen mag. Sieht auch nicht so schlecht aus, aber ich habe bereits schon einen Farmer Skin.
Hier, den hier. Kann man ja mal einmal untersuchen. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ist, glaube ich, nur Minimalware, aber trotzdem finde ich den nicht relativ cool. Ja, das war's aber jetzt wirklich von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Warum, falls jetzt Zuschauer fragen, warum ging es jetzt doch weiter, wird wahrscheinlich keiner fragen, aber trotzdem. Ja, ich habe mich entschlossen, weil das Video so kurz war, noch einen kleinen Teil ranzuhängen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und ciao.